Das weltweite Datenvolumen soll bis 2020 auf 44 Zettabyte anwachsen. Damit nimmt auch der mobile Datenverkehr deutlich zu. Daher müssen die Mobilfunknetze ständig modernisiert werden. Nicht nur, um die Datenraten bewältigen zu können. Also gerade im Rahmen von 5G sieht man das ja sehr schön. Da wird ja immer gefordert, immer mehr Datendurchsatz, geringerer Energieverbrauch, mehr Kunden oder mehr Nutzer pro Zelle anzusprechen und noch diverse andere Dinge. Doch da gibt es ein Problem. Das Spektrum der nutzbaren Frequenzen ist begrenzt. Und je mehr Teilnehmer hinzukommen und je mehr Daten sie pro Teilnehmer übertragen, desto weniger Raum bleibt für den Einzelnen. Es ist wie im Straßenverkehr. Staus und stockender Verkehr sind die Folge. Professor Christian Alexander Bunge arbeitet an einer Lösung. An der Hochschule für Telekommunikation Leipzig forscht er an der optischen Nachrichtentechnik. Daten will er künftig per Licht übertragen. Licht ist eine elektromagnetische Welle, wie eine Funkwelle auch, nur bei einer deutlich höheren Frequenz. Aber ansonsten ist es exakt das Gleiche. Und dementsprechend kann ich dann an jede LED mir vorstellen, wie eine Antenne. Einer der Vorteile der optischen Übertragung liegt an der vergleichsweise hohen Trägerfrequenz. Die Trägerfrequenz ist die Basis für das Nutzsignal, das die Daten überträgt. Trägerfrequenz heißt, dass man normalerweise Daten, die man übertragen will, immer auf einer elektromagnetischen Welle aufmoduliert haben muss. Das heißt also bei WLAN zum Beispiel sind es nur 2 GHz bis 5 GHz. Jetzt wird auch schon an 60 GHz geforscht. Die Bandbreite und damit auch die maximale Zahl der übertragbaren Signale, welche die Trägerfrequenz transportieren soll, kann maximal so hoch sein wie die Trägerfrequenz selber. Wenn die Forscher immer mehr Daten übertragen möchten, müssen sie immer höhere Trägerfrequenzen nutzen. Und da hat Licht einen riesigen Vorteil, weil das Ganze 5 Größenordnungen größer ist. Statt 5 Gigahertz sind wir im Bereich von mehreren 100 Terahertz, 5 Größenordnungen mehr. Das heißt also Faktor 100.000 höher, was man dann auch an Datenrate potenziell mehr schaffen könnte. Dadurch kann Licht wesentlich höhere Bandbreiten ermöglichen als die konventionelle Übertragung per Funkwelle. In der Analogie zum Straßenverkehr würde dies einem Ausbau der Straße auf viel mehr Fahrspuren entsprechen, auf denen man viel schneller fahren darf. Außerdem, mittels Visible Light Communication werden Versorgungslücken schneller geschlossen. Der Grund ist trivial. Wo Netzabdeckung gegeben ist, ist es hell. Also wenn ich einen Raum habe mit vielen Leuchtpunkten, hätte ich einen ziemlich gut ausgestatteten Raum, wo ich viele Antennen habe, die also auch eine perfekte Netzabdeckung garantieren können. Ablösen sollen optische Funklösungen die klassischen Funklösungen allerdings nicht. Vielmehr überlegt Bunge mit seinen Kollegen an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig, wie seine Lösung die neue Übertragungstechnik im Mobilfunk 5G ergänzen kann. Der Zeitpunkt ist ideal. Denn die Details des neuen Standards stehen noch nicht fest. Das Einzige, wo sich alle doch sehr sicher sind, ist, dass es einen Strauß von Möglichkeiten gibt. Und der Strauß ist so breit, dass es eben nicht nur klassische Funklösungen geben wird, sondern eben auch optische Funklösungen geben wird. Und da wird sich das einfach einbetten als eine Lösung unter vielen.